Hallo und willkommen bei Mögis Show der Dinge, die wir lange vergessen haben. Heute mit Sony Ericsson Handys. Ich habe mir ein paar zugelegt. Greift zu, welches wollt ihr haben? Ich persönlich würde mich für das entscheiden, denke ich. Lass mich dazu die kurze Geschichte erzählen, welche ich über mein Sony Ericsson W350i, ich glaube es war i, filmen werde. Dafür muss ich sie in die Kamera halten, denn das Handy selber hat nicht die Funktion, Video aufzunehmen, wie ich herausgefunden habe. Aber ich dachte mir, wir wollen ein bisschen von der guten alten Sony Ericsson Bildqualität. Auf jeden Fall habe ich über das Format von was wurde eigentlich auch schon länger nachgedacht. Ich hatte schon vor 2 Jahren oder so die Idee. Da war meine Idee, dass ich vielleicht eine Folge machen werde, die 10 Minuten lang ist oder so, und ich dann über 3 Dinge reden werde, die nicht mehr ganz da sind. Und eine Idee, die ich da auf jeden Fall, beziehungsweise die erste Idee, die ich dafür hatte, war Sony Ericsson. Denn Sony Ericsson war damals für mich der Handyhersteller schlechthin und heutzutage sind sie, sie existiert nicht mehr seit längerem. Und ich hatte immer das Gefühl, die Handys waren relativ interessant. Werfen wir also einen Blick auf die Geschichte von Sony Ericsson und finden heraus, was daraus wurde. Handys waren immer dazu bestimmt, früher oder später Statussymbole zu werden. Die ganz großen Geräte vielleicht nicht unbedingt. Hallo? Ich meine, das ist nicht cool. Aber sobald Handys klein genug waren, um in eine Hosentasche zu passen, war ihr Schicksal besiegelt. Man muss kein Visionär sein, um zu erkennen, dass diese Geräte durchaus attraktiver aussehen können als das hier. Siemens ist mit der Excelibri-Reihe im Jahr 2003 dabei weit über das Ziel hinausgeschossen und hat Handys nicht stylischer, sondern zu einem Teil der Designerwelt gemacht, die für 99% aller Leute absolut befremdlich ist. Dementsprechend war die Reihe natürlich kein Erfolg und wurde bereits nach der zweiten Welle eingestellt. Ich habe übrigens ein Video darüber gemacht, falls ihr interessiert seid. Für mich persönlich haben Sony Ericsson Handys diese Schwelle von Telefon zu Statussymbol überschritten. Wenn ihr zwischen 2002 und 2008 als Teenager ein Handy hattet, war es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Sony Ericsson. Sie hatten viele stylische Designs mit bunten Farben und als MP3s weiter verbreitet waren, auch noch einen starken Fokus auf Musik. Junge Leute mögen populäre Musik, aber Erwachsene aber nicht mehr. Sony und Ericsson haben ursprünglich beide ihre eigenen Handys gemacht. Wie die meisten Handys aus dieser Zeit sahen diese nicht unbedingt so attraktiv aus und waren eher schnurlose Telefone, mit denen kein Spaß erlaubt ist. Sony und Ericsson allein waren nicht unbedingt allzu erfolgreich in dem mobilen Markt und vor allem nicht so erfolgreich, wie sie sich erhofft hatten. Vor allem Ericsson konnte mit seinen langweiligen Geräten kaum Kunden außerhalb des geschäftlichen Bereichs für sich gewinnen und stand zur Jahrtausendwende ganz kurz vor der Pleite. Sony-Handys waren wohl etwas aufregend, aber ich weiß ja nicht. Verglichen mit dem Nokia 33100, welches fast zur gleichen Zeit erschien, sind diese Geräte schon etwas traurig. So beschlossen Sony und Ericsson dann im Jahre 2001, dass sie ihre Stärken verbinden und Sony Ericsson gründen und Ericsson hat die gute Technik und Sony schlägt sich bekanntermaßen ganz okay im Entertainment-Bereich. Gemeinsam sind sie wie Yin und Yang. Wie Bruder und Schwester, nur viel fester. Die Gründung von Sony Ericsson wurde am 11. September 2001 offiziell genehmigt. Ihr Ziel war ziemlich bescheiden. Sie wollten innerhalb der nächsten 5 Jahre zur Nummer 1 im mobilen Markt werden. Eine Rolle, in der sich Nokia nur zu wohl fühlte. Oder alternativ sollte Sony Ericsson wenigstens bis 2004 Gewinne einfahren, weil Sony sonst nicht mehr mitspielt und aussteigen wird. Dann machen sie nicht mehr mit. Ohne zu viel vorwegzunehmen, kann ich schon direkt sagen, dass sie nie zum Marktführer wurden. Im April 2002 veröffentlichten sie auch schon ihr erstes Modell, das Sony Ericsson T68i. Es hat bereits ein Farbdisplay, aber noch keine Kamera oder die Möglichkeit, externe Audio abzuspielen. Im Grunde kann man damit nur telefonieren und SMS verschicken, was für die damalige Zeit aber alles war, was die primitive Gesellschaft sich wünschte. Ich kann mich noch gut erinnern, dass das T68i ein sehr populäres Modell war, das viele Leute hatten. Ich glaube, es wurde zeitweise bei Lidl verkauft oder so. Ich, als echter Gamer, fand natürlich den kleinen Joystick immer super cool. Auch wenn man damit nicht wirklich viel machen kann. Man kann ein Bild malen, was absolut grauenhaft funktioniert. Ich habe damit damals mehr Zeit verbracht, als ich jemals sollte. Was etwa 10 Minuten waren, aber ist auch echt nicht spaßig. Also 10 Minuten sind eine lange Zeit. Für so wenig Spaß. Ich hatte kein Handy und selbst diese primitive Technik hat mich absolut fasziniert.
Viele der darauf folgenden Modelle sehen eher unscheinbar aus. Manche wie das Z200 haben einen verspielten 2000er Look, der wirklich nur im Jahre 2003 in irgendeiner Hinsicht akzeptabel war. Zwischenzeitlich hat Sony Ericsson sogar angekündigt, dass sie als Konkurrent zu Nokias N-Gage ein eigenes Gaming-Handy auf den Markt bringen wollen. Ich weiß nicht ganz, was es mit dem Bild hier auf sich hat, aber irgendwas sagt mir, dass es nicht wirklich von Sony Ericsson stammt. Aus diesem Gaming-Handy wurde meines Wissens nach übrigens nichts. Vorerst. Wenn ihr mich fragt, begannen Sony Ericsson-Handys aber erst mit der Walkman-Reihe ab 2005 wirklich an interessant zu werden. Diese waren an dem Walkman-Logo zu erkennen, welches quasi ein kugeliges W ist. Kugeliges W, seht ihr es? So kugelig. Mit diesem Handy war es natürlich möglich, seine liebste Musik zu hören. Ich will noch nicht gehen, will ich damit sagen. Ich meine, ich mag polyphone Klingeltöne so sehr wie jeder andere auch, aber ich würde sie nicht unbedingt als einen akzeptablen Weg, Musik zu hören, bezeichnen. Auch wenn Marketing von 2003 mir etwas anderes erzählen will. Schau ich den Typen an. Ist es denn zu glauben, dass er ausschließlich Eminem hört? Das Handy wurde in den letzten 15 Jahren natürlich zum vermutlich meistgenutzten Gerät, um Musik zu hören. Zur Zeit des ersten Sony Ericsson Walkman Handys war dieses Feature bei Handys noch relativ kostspielig, weshalb sich die Technik erst nach und nach durchsetzte. Das Handy wurde nebenbei durch die Ergänzung von Kameras, Internetverbindung und Mediaplayern langsam aber sicher zu dem Gerät, welches wir heutzutage mit uns herumtragen. Steuert nur nie das Internet mit einem Handy von vor der Smartphone-Zeit an. Das war so teuer, dass ich mich wirklich frage, wer das überhaupt jemals genutzt hat. Man hat direkt 1-2 Euro von seinem Guthaben verloren, wenn man nur versehentlich das Symbol falsch anschaut. Mein erstes eigenes Handy war übrigens genau wegen der MP3-Funktion damals das W350 von 2008. Ich hatte erst mit 15 mein eigenes Handy. Ich war davon nie wirklich allzu interessiert daran. Man konnte nicht wirklich viel mit ihnen anfangen. Ich hatte mehr Spaß mit meinem Nintendo DS. Bei dem W350 kann man diese Klappe zuklappen und hat damit direkt ein paar Tasten für Musikwiedergabe. Die Tasten sind übrigens fake und drücken einfach nur auf die Ziffern, die sich darunter befinden, was ein cleverer Weg ist, um dem Gerät mehr Funktionalität durch ein kleines Stück Plastik zu geben. Dieses Handy hat von einem Tag auf den anderen meinen MP3-Player komplett ersetzt. Es gab für mich nie wieder einen Grund dafür, ein Gerät zu besitzen, welches nur Musik abspielen kann. Da die Klappe von dem W350 bei allen früher oder später abbricht, wollte ich aber nach nicht zu langer Zeit ein neues. Meine Wahl fiel auf das W580i, welches zu der Zeit zu einem wirklich guten Preis verkauft wurde. Ich glaube, es waren 80 Euro. Heutzutage sind solche Preise für ein relativ aktuelles Gerät natürlich undenkbar. Oh, und meins war übrigens blau und nicht rosa. Aber das ist nicht meins von damals. Ist auch kaputt, ich kann es nicht mehr anmachen. Es kommt nur noch ein weißer Bildschirm, aber nichts anderes. Es kommen noch die Sounds davon, dass es hochfährt, aber man kann nichts mehr erkennen. Das heißt, das W580i ist damit leider auch verloren. Im Nachhinein lustig darüber nachzudenken, dass ich nachher ein Handy von 2008, eins von 2007 gekauft habe und nicht mal wusste, dass es ein älteres Modell ist, weil es hat sowieso keinen Unterschied gemacht. Sie konnten beide gleichermaßen schlechte Fotos machen, Anrufe tätigen, SMS verschicken und MP3s abspielen. Mein letztes reguläres Handy war dann das Sony Ericsson Hazel, welches 2010 rauskam. Ich hatte zu der Zeit kein Geld für ein Smartphone und normale Handys bekam man zu guten Preisen von Secondhand-Läden. Ich habe kein Bedürfnis, mich zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, was die Anschuldigung soll. In dem Fall habe ich sogar noch das von damals. Dieses Gerät hat so einiges mitgemacht. Schaut euch an, wie oft es mir wohl irgendwo runtergefallen sein muss. Leider geht es aber nicht mehr an. Ich weiß nicht, ob es am Akku liegt oder an irgendwas anderem. Vermutlich soll ich mir mal einen neuen Akku kaufen und einfach schauen, ob es angeht. Vielleicht sind da noch alte Bilder drauf oder sowas. Das macht mir aber auch ein bisschen Angst. Sony Ericsson war zuerst extrem erfolgreich. Im Jahr 2004 konnten sie bereits 42 Millionen Handys verkaufen und diese Menge regelmäßig erhöhen bis zum Jahr 2007, als sie 103 Millionen Handys verkauften und dann langsam aber sicher fielen. 2008 waren es nur noch 96 Millionen. In den darauffolgenden Jahren verschwanden normale Handys immer schneller aus den Läden. Wie bei so vielen meiner Videos muss ich auch hier wieder anmerken, dass 2007 das erste iPhone released wurde und mit seiner Vielzahl an Funktionen und natürlich auch dem riesigen Touchscreen den Mobile-Markt auf einen Schlag für immer verändert hat. Das ist inzwischen 15 Jahre her und Smartphones sehen immer noch genauso aus wie damals. Die Zeit für normale Handys war abgelaufen. Wer sich nicht möglichst schnell den drastisch geänderten Markt anpasst,
wird verschwinden. Sony Ericsson launchte dafür im Jahr 2008 die Xperia-Reihe von Touch Devices. Diese war ein absoluter Flop. Das auf Windows Mobile basierende Betriebssystem war instabil, langsam und konnte von der Handhabung generell nicht mal fast mit Apples iPhone mithalten. Die Popularität von Sony Ericsson nahm mit dem Auftritt der Smartphones deutlich ab und brachte ihren Marktanteil im Jahre 2011 runter auf 1,7%. Ein Jahr zuvor hatten sie noch 3,4%. Ihr Anteil wurde innerhalb von einem einzigen Jahr halbiert. Global konnten die Xperia nie wieder wirklich die 2%-Marke knacken. Ich persönlich wusste vor der Arbeit an diesem Video nicht mal, dass Sony Ericsson Smartphones überhaupt existieren. Ich dachte, Sony und Ericsson sind bei dem Übergang direkt getrennte Wege gegangen, was sie aber nicht sind. Sie wurden nur dermaßen irrelevant, dass ich es schlicht und ergreifend nie mitbekommen habe. Der Wechsel von normalen Handys auf Smartphones ist nicht leicht. Es sind sehr unterschiedliche Geräte, die in vielen Bereichen erst noch entwickelt werden mussten. Dies gilt sowohl für Design, Software als auch Infrastruktur der Produktion. Sony Ericsson wurde wie viele Handyhersteller zu der Zeit auch durch ihre günstigen Handys so erfolgreich. Wer ein professionelles Gerät wollte, hat sich ein BlackBerry oder sowas geholt. Dem Rest hat ein Handy von Motorola, Nokia oder Sony Ericsson gereicht. Smartphones sind Computer mit wesentlich umfangreicheren und komplexeren Funktionen. Von einem Tag auf den anderen muss jedes Handy ein High-End-Device sein. Deswegen findet man auch keine neuen Modelle mehr für 80 Euro. Es ist einfach viel zu viel Technik in diesen Geräten. Die Xperia-Smartphones haben sehr stark auf eine kleine Tastatur gesetzt, die man ausfahren kann. Das war ein Designkonzept, welches in der Zeit der normalen Handys sehr populär war, aber bei Smartphones nicht so sehr. Diese sind damit sehr klobig und lassen das Gerät wie ein Überbleibsel der Nicht-Smartphone-Zeit wirken. Ich persönlich mag die Tastatur, weil ich nicht gerne auf Touch tippe, aber ich weiß, dass ich damit zu einer Minderheit gehöre, die für den Smartphone-Markt nicht wirklich Relevanz zu haben scheint. Zwischenzeitlich haben sie mit dem Xperia Play sogar versucht, ein Gaming-Smartphone auf den Markt zu bringen. Dieses hatte statt der Tastatur das Bedienfeld der PSP Go und war so schlecht verarbeitet, dass es ein sehr übliches Problem war, das Handy nicht laden zu können. Es sieht cool aus, aber es ist heutzutage wirklich komplett nutzlos. Das kannst du nicht mal mit dem Play Store verbinden. Kauft es nicht? Ich weiß, wovon ich rede, okay? Sony Ericsson war nicht in der Lage, mit der neuen Konkurrenz von Samsung und Apple mitzuhalten. Im Februar 2012 wurde Sony Ericsson dann letztendlich aufgelöst. Sony kaufte die 50% Anteile von Ericsson und führte die Xperia-Marke im Alleingang weiter. Natürlich verschwand damit das Ericsson aus Sony Ericsson und die Smartphones werden nur noch Sony Xperia genannt. Ich würde sagen, es läuft seitdem eher mäßig. Sie bringen bis zum heutigen Tage noch neue Modelle raus, aber keins davon scheint jemals zu großes Interesse zu wecken. Auch wenn sie an sich wirklich nicht übel sind. Ich persönlich hatte übrigens sogar das Xperia XZ1, welches ich an sich mochte. Ich nutze es heutzutage sogar noch als Aufnahmegerät für mein Ansteckmikrofon, da moderne Smartphones keinen 3,5mm Anschluss mehr haben. Danke für diesen Trend, Apple. Sonys Smartphone-Marktanteil betrug bis 2021 global nach wie vor weniger als 1%. Und das ist nicht gut. Ich vermute, wenn sie nicht wenigstens in ihrem Heimatland Japan knapp 10% hätten, wären sie längst aus dem Smartphone-Markt verschwunden. Zum Zeitpunkt dieses Videos werden aber nach wie vor neue Modelle hergestellt, die immer noch niemand wirklich kaufen will. Ich persönlich mag aber den Gedanken daran, dass ich mir irgendwann mal wieder ein Xperia zulegen werde. Ich meine, ich mochte das eine, das ich hatte. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und das war die Geschichte von Sony Ericsson. Einer der vielen, 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 vielen Handymarken, die im Übergang von normalen Handys zu Smartphones verschwunden ist. Sind eigentlich alle verschwunden? Gibt es Nokia noch? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Engage-Video ziemlich weit geschrieben und das wird in absehbarer Zeit fertig sein. Das heißt, irgendwann wird mein Nokia Engage-Video kommen. Ich hoffe, seid dafür bereit. Und dann würde ich sagen, das war Sony Ericsson. Ich habe noch mehr Videos gemacht mit dem Was wurde eigentlich Austitel und schaut da rein. Ihr könnt auch auf Patreon vorbeischauen, wie die Namen, die Weißrun. Das wäre ganz cool. Würde ich zu schätzen wissen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.